Fünf vor? Komisch. Welche ist denn das? Die da hinten, ne? Alles cool. Das ist ja auch das Schöne an Hip-Hop. So. Schon immer super tolerant, ohne dass darüber gesprochen wird. Also ich finde, heutzutage spricht man total viel über, wir müssen jeden akzeptieren und so. Da wurde gar nicht drüber gesprochen, aber es war selbstverständlich, dass man jeden akzeptiert. Scheißegal, wo er herkommt, wie er aussieht, welche Nationalität, Körpergröße oder sonst was. Aber da hat man halt kein Wort drüber verloren. So. Es war halt selbstverständlich, dass wir alle zusammen chillen. So, ne? Alles klar, Mann. Moin, ich bin Tom. Moin, ich bin Flipper. 31 Jahre alt, ich habe 2006 mit dem Tanzen angefangen und seitdem hat es mich gepackt. Auch 31 Jahre alt und ich habe angefangen 2001 ungefähr mit dem Tanzen und seitdem auch on fire. Mein Name ist Linda Seinweh, aka Lilo. Ich bin 31 Jahre alt und bin in Lübeck geboren, aufgewachsen und wohne auch zurzeit in Lübeck. Ich bin seit 2005 aktive Breakerin. Im Tigerentenclub habe ich die Flying selbst auftreten gesehen. Das muss auch so 2000 gewesen sein ungefähr. Und dann ist irgendwann so eine Maxi-CD rausgekommen, mit deren eigener Musik quasi. Und die hat meine Oma mir dann gekauft und dann war ich auch noch ein bisschen mehr drin. Ich habe alles ausprobiert und Breaking war halt das, wo es irgendwie Klick gemacht hat. Ich habe im Jugendzentrum in Kügnitz angefangen und da die Älteren halt immer quasi durch den Schlitz in der Turnhalle beobachtet. Irgendwann bin ich dann mal, also habe ich meinen Mut gefasst und bin reingegangen und habe dann mal mitgemacht. Am Anfang natürlich sehr geschämt und wie das immer so ist am Anfang. Aber dann hat sich das eigentlich ganz, also relativ gut reingefunden und hat mir immer mehr Spaß gebracht. Früher im Jugendzentrum war schon, hatte ich schon eine schwierige Jugend quasi, wurde viel getriezt, viel verprügelt quasi. Und ab dem Zeitpunkt, wo es mit dem Breaken angefangen hat, haben mich halt alle in Ruhe gelassen. Und das ja, war auch nochmal ein positiver Aspekt, so den mir das Breaken gegeben hat, so in meinem Leben. Und da hat auch Sia trainiert, also der war der Trainer. Und der hat dann mich auch relativ früh irgendwann mit ins Burgtor genommen. Was gab es früher für Crews? In meinem Burgtor gab es eine Crew, die hieß Top 5. Und wir haben uns Freestyle Jumpers genannt. Mein Bruder hat damals schon gebreakt. Ich fand's spannend. Ich hab's einfach nachgeahmt. Das war ungefähr im Alter von 8-9 Jahren. Und 2005 habe ich dann angefangen, in einer Tanzschule zu lernen. Dort habe ich dann das erste Mal Gleichaltrige gesehen, die das tun. Und das fand ich total spannend und mega cool. Und da wusste ich, hey, ich habe richtig Bock auf Breaking. Kurze Zeit darauf bin ich zum Battle of the Year gegangen, 2006 mit meinem Bruder. Und da hat es angefangen, dass ich gesehen habe, dass auch B-Girls am Start sind. Und dann bin ich jeden Tag vorm Training auf YouTube gegangen, hab mir die B-Girls angeschaut, hab geguckt, wie sie tanzen und hab dann dementsprechend auch für mich mehr trainiert. Lisa und Flipper waren öfter in der Tanzschule, wo ich angefangen habe. Und ich habe sie dann tanzen gesehen bei uns und fand das richtig spannend. Und auch irgendwie war das auch ein bisschen beängstigend für mich, weil ich nicht so wusste, ob sie mich akzeptieren oder nicht. Aber Flipper ist dann direkt auf mich zugekommen und hat gefragt, hey, wer bist du? Du bist voll gut, du trainierst für dich alleine. Und so kam es dann dazu, dass ich das Burgtor kennengelernt habe. Das Burgtor, das war ja voll gesprayt, das war richtig Hip-Hop-Kultur. Flipper und Lisa haben mich an die Hand genommen und haben mir quasi gezeigt, hey, du brauchst keine Angst zu haben, wir haben alle so angefangen, let's go. Also es gibt eine Location auf jeden Fall, das ist der Tanzclub Hanseatic. Da haben früher, ich glaube, Siad und Kai Lippmann
zusammen ein Battle veranstaltet. Break This For Fun hieß das und das war auch quasi für uns die erste richtige Breakdance-Jam quasi, die wir hier in Lübeck hatten. Und ich war so aufgeregt, ich weiß es heute noch, ja, das Gefühl, oh Gott, wir müssen jetzt unsere Show zeigen, da sind so viele Gute, sogar aus Hamburg. Also ich habe die damals das erste Mal gesehen, aber die haben mich, glaube ich, nicht mal wahrgenommen, ehrlich gesagt. Wir haben den dritten, also ich habe den dritten Platz, das waren halt die Freestyle-Jumpers, die heftigen. Ja, so übertrieben. Ja, also war es aber für mich in meiner Wahrnehmung, ne? Genau, später habe ich sie dann erst richtig kennengelernt. Damals wusste ich noch nicht mal, wo die trainieren, was bei denen abgeht und so weiter. Dann hat mich mein Trainer von der Tanzschule irgendwann halt hat zu mir gesagt, ich bin gut dabei. Ich meinte halt auch, ich habe Bock und dann hat er mir vorgeschlagen, dass ich da zu so einem Training ins Burgtor gehen könnte. Da bin ich dann auch auf Flipper getroffen zum Beispiel und noch auf ein paar andere freshe Dudes und Ladies. Das war dann sogar tatsächlich der Ort, wie ich später dann erfahren habe, wo die legendären B-Boys Swift und Storm sogar trainiert haben. Im Burgtor haben sich dann quasi unsere Wege gekreuzt und ab da ist das, also die Geschichte eigentlich relativ ähnlich, weil wir immer zusammen trainiert haben und Alien Fam. Und da haben quasi Hip-Hop-Tänzer oben trainiert im Burgtor, auch hier in Lübeck quasi. Und dann haben wir uns irgendwann zusammengeschlossen. Ich weiß gar nicht genau, wie es dazu gekommen ist, aber dann haben wir auf jeden Fall immer zusammen trainiert. Und so hat sich dann die Crew entwickelt. Irgendwann kam so dieses Zeichen. Und dann, das haben wir irgendwie so mit Universum, außerirdisch. Aliens verbunden und dann waren wir relativ schnell bei Alien und wir sind irgendwie so connected und verbringen so viel Zeit miteinander, dass dann so Alien Family irgendwie passend. Genau. Ja. Und es hat auch gut gepasst, weil wir sind alle wirklich komplett verschiedene Charakter so und Alien Family passt so ein Zusammenschluss, so eine Familie aus ganz vielen verschiedenen Universen quasi so. Ja, wir hatten echt Breaking, Crump, House, Hip-Hop. Und da war dieser schöne Austausch. Ja, und auch einfach so Nationalität. Ja, viel durch auf jeden Fall. So alles Mögliche. Da entstand dann Alien Fam. Und dann fing es auch an, dass wir auf verschiedene Battles außerhalb gegangen sind. Ich kann mich noch an mein erstes Battle erinnern. Das war in Kiel. Das war von Swift Rock. Da war ich dann mit ganz vielen aus der Crew und wollte eigentlich nur zuschauen. Aber mein Trainer war da der Host, hat mich gesehen und hat gesagt, du machst direkt mit. Und ich konnte gar nichts sagen, weil ich mir dachte, okay, es ist mein Trainer gewesen, mit dem habe ich angefangen, alles zu lernen. Und dann wurde ich bei dem Battle direkt zweiter Platz. Und Lisa und Flipper und alle aus der Hansestadt Lübeck haben mich so gefeiert. Und das war für mich, ja, der Start. Der Start, ey, ich will mehr erleben. Ich habe Bock, mit den Leuten rauszugehen. Wir sind nach Köln gegangen, wir sind nach Bonn gegangen. Sind wir sogar bis Frankfurt gefahren. Wir sind bis Frankfurt gefahren, in Bremen, Digga, haben wir Leute kennengelernt. Dann, Digga, Hannover, wir sind fast durch Schwerin, auch in den Osten sind wir gefahren zu Battles. Wir sind nach Dänemark gegangen und Hamburg und Berlin und ja, war mega. Waren auf Jams, aber es ging dann wirklich so weit. Wir haben auch irgendwann eine Jam natürlich im Burgtor sogar organisiert, Space Jam. Space Jam. Lübeck am Burgtor, Space Jam. Unsere Crew. Das war auf jeden Fall eine richtig gute Zeit. Ja, wir haben uns sehr innig kennengelernt. Ich würde sagen, das sind die prägenden Freunde meiner Jugend. In der Zeit, wo man dann sich entscheiden musste in der Crew, was man machen möchte nach der Schule, da haben sich dann so leider ein bisschen die Wege getrennt. Und dann war ich größtenteils auch alleine. Also ich habe mich alleine gefühlt. Das war für mich gar nicht so einfach, die Zeit. Weil alleine zu trainieren, komplett alleine zu trainieren, finde ich größtenteils schwierig, weil man ja auch nicht so die Inspiration hat von anderen. Und auch die Motivation hat ein bisschen gefehlt. Aber ich habe trotzdem weitergemacht und muss sagen, dass die Kurse, die ich gebe, mir ganz viel gegeben haben in der Zeit, weil ich einfach Kids gehabt habe oder immer noch habe, die richtig motiviert sind, Bock haben, Energie haben und die
sind sehr wichtig für mich mittlerweile geworden in meiner Laufbahn. Denn mittlerweile sind es nicht mehr meine Schüler oder Schülerinnen, sondern schon richtige Freunde geworden. Und das hat mich weiterhin dazu gebracht zu tanzen. Wir haben mittlerweile eine Crew und in der stecke ich einfach super viel Energie. Ich gebe denen eigentlich das weiter, was ich erfahren habe in den ganzen Jahren. Ne? Eine Crew zu haben, was steckt dahinter, was bedeutet es, eine Crew zu haben, bis hin zu, lass uns auf ein Battle fahren. Letztes Jahr bin ich mit meiner Crew das erste Mal außerhalb zu einem Battle gefahren, nach Kiel. Und das war unglaublich schön, weil eine Schülerin von mir mitgemacht hat und ziemlich weit gekommen ist. Und darauf fokussiere ich mich. Denen zu zeigen, hey, was habe ich gelernt, was habe ich gebraucht für mein Wachstum. Und das zeige ich denen quasi. Alienfam hat sich leider so ein bisschen auseinanderentwickelt, beziehungsweise eigentlich aufgelöst, was auf jeden Fall das Tänzerische angeht. Als Crew-Family ist man irgendwie immer connected. Also ich würde sagen, Alienfam existiert immer noch. Ja, safe. Dann kommen wir mal zu Concrete 3. Das war die Crew, zu der ich dann später dazugestoßen bin. Das kam einfach dadurch, dass ich da immer zum Training gegangen bin. Dann hat man zusammen trainiert, hat danach abgehangen, dann war man mal essen, dann hat man irgendwie zusammen auf einmal gechillt noch. Und dadurch ist man immer mehr zueinander gekommen. Und dann irgendwie kam es so, dass die mich gefragt haben, ob ich Bock habe, bei der Crew dabei zu sein. Und dann meinte ich, ja, let's go. Ja, seitdem bin ich mit den Jungs auch viel unterwegs. Und das Schöne ist, aus dieser Crew ist so ein kompletter Verein, ein gemeinnütziger Verein entstanden, der Urban Arts in Lübeck fördert. Parkour, Tricking, Breaking, Hip-Hop-Tanz. Für all das sind über diesen Verein Räume geschaffen worden. Und das finde ich mega nice, mega nice. Und Concrete 3 hat damit echt, also wir haben damit echt, finde ich, ich will ja nicht so selbstprofilieren, was Heftiges für Lübeck gemacht, weißt du? Aber eigentlich finde ich, dass wir was Heftiges, also das sag ist doch, super heftig. Sag jetzt. Lübeck. Da gehen auch fette Shoutouts an Lukas raus, der echt richtig krass den Verein rockt und auch richtig viel Power und Energie reinsteckt. Und natürlich auch an alle anderen Mitglieder des Vereins, die das krass rocken, weil ich sage ehrlich, ich habe damit gar nicht mehr so viel zu tun damals. Da war ich halt viel aktiver in Lübeck, ich lebe halt mittlerweile in Hamburg. Aber wenn da mal wieder eine Jam oder sowas organisiert worden ist, dann versuche ich da halt zu supporten. Morgen zum Beispiel findet die Movement Family Jam statt, was auch, wie ich finde, sehr cool ist, weil da sich verschiedene Urban Arts oder vielleicht auch Trendsportarten irgendwie zusammenfinden. Alles ist Bewegung, Motion, alles ist, der Körper float, der Körper bewegt sich und da verfließen dann vielleicht manchmal schon die Kategorien. Korrekt, aber Digi, merkst du, wie viel die Liebe drin steckt? Oh, ich glaub, ich liebe den Rap, den Beat, der ist perfekt. Und meine Leute, weil hier sehr viel Liebe drin steckt, schon erwähnt. Okay, pass auf, denn Schwen kommt einfach so rein. Leute denken, was macht der Typ, wie verpackt der den rein? Wieso mit diesem Malone? Wieso so fiese Malone? Ey Mann, ich meine, du bist doch diesen Typen wie so gewohnt. Wir sind wieder mal da.
bin Konstantin, auch bekannt als Shaggy Schwen. Bin Freestyle-Rapper, Familienvater, Friseur und seit 2009 Lübecker. Angefangen habe ich, sag ich mal, mit 15 so richtig, das muss 96 war das. Es fing gerade erst in Deutschland an, dass sich so die Szenen so richtig gebildet haben, hatte ich so das Gefühl. Einen sehr guten Kumpel gab, Joe. Damals waren wir Fette Kassette, haben wir uns genannt, weil wir unsere Freestyles immer tatsächlich auf Tape aufgenommen haben. Und zwar so, dass wir einen Ghetto Blaster mit Aufnahmefunktion mitten ins Zimmer gestellt haben. Und teilweise über einen zweiten Ghetto Blaster lief halt der Beat. Und dann haben wir im Zimmer einfach mäßig aufgenommen und haben halt irgendwann Fette Kassette auf die Tapes raufgeschrieben. Und das war dann so unser Crewname. Und da war damals Martin, DJ Krabbe, dabei. Der hat auf dem Synthesizer hat der Beats gebaut. So. Und dann waren wir Fette Kassette Crew. Das war super, eine super geile Zeit. Freestyle halt schon lange und habe eigentlich selten, ich mache das jetzt schon seit über 20 Jahren und habe kein Album fertig oder so, weil ich kaum Texte schreibe. Also das kann man an 4 Händen abzählen, wie viele Songs ich gemacht habe in der ganzen Zeit. Aber ich habe halt immer viel gefreestylt. Und wir waren 2006 auf dem Vorausscheid vom One-on-One Freestyle Battle in Bremen und wollten dazugucken. Und dann waren noch 4 Plätze frei und meine Jungs meinten, ich mach mal mit. Und dann habe ich da mitgemacht so und habe das Ding direkt gewonnen und war dann halt 2006 auf dem Deutschlandfinale vom One-on-One. Und ja, dann kam ich erst ein bisschen ans Battle ran. Ne? Aber ich war eigentlich immer schon der gute Laune Storyteller, Rapper und nie so der groß viel gedisst hat. So, ne? Mit allen zusammen, anstatt gegen irgendwie Leute. So. Ich bin hergezogen und hatte gleich Leute, ne? Weil viele so, hey Shaggy, du bist jetzt nach Lübeck gezogen, geil, wir haben da und da einen Jam, komm mal vorbei. Banause zum Beispiel von der Rheinbar, der hat mich damals angeschrieben, wo er mitgekriegt hat, ich komme. Und ich habe halt gleich Leute dadurch kennengelernt. Und bis heute, ich bin ja jetzt 14 Jahre hier und da sind viele Jungs, mit denen ich abhänge oder mit denen ich Kontakt habe, die ich gleich am Anfang 2009 oder 2010 kennengelernt habe durch Rap. So. Rap und Hip-Hop bedeutet halt super viel für mich. Also das ist nicht jetzt die Musik, die ich mache oder so, sondern das verbindet alles mit. Also ich brauche das extrem als Ausgleich, also ich könnte nicht damit aufhören. Es gibt auch Leute, mit denen ich dann schnacke, die ich lange nicht mehr gesehen habe, die dann gesagt haben, nee, ich rap nicht mehr. Ich sage, wie, du rappst nicht mehr? Ja, hat ja nicht geklappt. So. Also die wollten dann Cash machen oder erfolgreich werden und hören dann auf. So, ich würde halt niemals aufhören, weil ich brauche das einfach auch so. Das ist wie andere zum Sport gehen, muss ich mindestens 1-2 Mal die Woche oder wenn man voll busy ist im Monat, muss ich irgendwo rappen gehen. So. Und gerade Freestyle ist halt noch ein bisschen was anderes, weil du beim Freestyle, beim Rappen, wenn du dich dann mit zum Beispiel Malone, mit meinem Kumpel, mit dem ich immer zusammen rap, wenn wir uns beide so hochpushen so und man Sachen raushaut beim Freestyle und eigentlich beim Rappen schon lacht innerlich, weil es so witzig und cool ist, das pusht sich halt immer höher und es wird immer geiler und emotionaler so. Also das ist, ja, das ist wie Drogen nehmen so, ne? Ich bin selbstständig seit Ende 2019 am eigenen Friseursalon und habe eigentlich auch in dem ganzen Freundeskreis und dem ganzen Rheinbar und Kumpel und Jizzle und Kreis gesagt, Leute, weil ich mich jetzt selbstständig mache, kann sein, dass ich nicht mehr ganz so viel Zeit habe für Mucke. War natürlich Blödsinn. Also es kam Corona und die ersten Lockdowns und eigentlich wurde es da noch wieder viel mehr, weil wir haben Livestreams gemacht, auch in großen Locations aufgetreten, wir haben uns oft getroffen, ich hatte halt Zeit, wir haben viel gerappt, viel gefreestylt. Und hier sind wir im fantastischen Musikzimmer von DJ Jizzle. Wo das genau liegt, wird nicht verraten. Ja, hier treffen wir uns oft und weil wir eine Freestyle-Show machen, wir machen es wirklich immer aus dem Stegreif, aber wir planen so ein bisschen den Auftritt. Also wir suchen die Beats zusammen raus, wir sitzen hier und hören neue Beats, um mal wieder ein bisschen neue Instrumentals zu finden, die wir für uns benutzen. Wir freestylen hier, manchmal einfach auf der Couch ohne Mic, manchmal schließen wir Mikrofone an, machen Session. DJ Jizzle an den 1 and 2s. Yeah. Shaggy Schwen. Und Malone, keine Wanna Do's. Yeah. Ich muss dir kurz mal klein beigeben. Darf mir nichts einreden. Das hier ist mein Leben. Hip-Hop. Ich klopf mir dreimal auf die Brust. Krieg einfach von der Scheiße nicht genug.
denn ich hab immer Lust, immer noch Bock. Shaggy Schwein, weil der Shit immer noch rockt. Nonstop, ja auf jeden Fall. Der Rest ist eh egal, scheiß auf das CD-Regal. Von Lübeck bis nach Senegal, vielleicht bis in den Kongo. Heute kriegst du Songs, ja die kannst du nicht umsonst holen. Ich zieh auch keine Bongo, die Zeiten sind vorbei. Ey, ich geh nur kurz zu Grizzle und kick hier bis ins Style. Wir gehen heute steil, das ist Schwein und Melon. Ja du siehst, ich bin einfach hier bin Nebeck und Stone. Und das ist nur mein Gelaber, ich mach kein Palaver. Grüße an meinen Vater. Denn das sind Malone und Schwein. Und wir flowen extrem. Sowas hast du noch nie gesehen. Oh je, Mine. Ey, denn das sind Malone und Schwein. DJ Jizzle, so extrem. Yeah, das sind Malone und Schwein. Also willst du die Malone mal sehen? Yeah, okay, pass auf, kein Problem für mich. Denn wesentlich, ich komm rein und benehm mich nicht. Nee, wesentlich, ich glaub, ich rede nicht. Denn ich hab Schweigepflicht. Aber eigentlich weiß ich, dass wenn ich den Beat hör, meine Reime kick. Und das ist eigentlich ein leichter Sinn. Ich weiß wohin und nimm dich einfach mit. Denn du weißt ganz genau, dass wir die besten Reime kicken. Yes, 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 yes. DJ Jizzle. Reimbar ist wieder da. Reimbar gibt es schon seit 2010, war früher im Burgtor. Einfach eine Open Mic Freestyle Session. Jeder kann vorbeikommen ans Mic in Lübeck. Super geil. Und da war eigentlich jetzt auch 4-5 Jahre eigentlich nichts. Und dann hat Banause das wieder ins Leben gerufen. Also jetzt ist im Moment wieder regelmäßig Reimbar. Mindestens 4-5 Mal im Jahr eine Veranstaltung in Lübeck. Du denkst, du hast einen Flo, du denkst, du hast wirklich eine Meise. Ich glaub, du hast einen Vogel, ich weiß nicht, wie ich heiße. Vielleicht war ich im letzten Leben Marlon. Und vielleicht bin ich jetzt ein anderer bekommen. Vielleicht heiß ich jetzt, vielleicht Wahl werde, weil ich im nächsten Leben ein Wahl werde. Denn ich heiß der Federico und ich weiß, Digga, ich geh ihn auf jeden in die Spielo. Mach einmal kurz auf Risiko live. Ja, du fragst mich, Digga, Mann, wie Typ ist der nice? Hey. War halt schon immer geil. Die, die nicht musikalisch sind, konnten trotzdem Graffiti machen. Die, die zwar musikalisch sind, aber nicht rappen können oder wollten, die haben getanzt. Und andersrum. Also es war halt immer für jeden was dabei. Und es ist ja schon immer super tolerant, ohne dass darüber gesprochen wird. Also ich finde, heutzutage spricht man total viel über, wir müssen jeden akzeptieren und so. Da wurde gar nicht drüber gesprochen, aber es war selbstverständlich, dass man jeden akzeptiert. Scheißegal, wo er herkommt, wie er aussieht, welche Nationalität, Körpergröße oder sonst was. Aber da hat man halt kein Wort drüber verloren. So, es war halt selbstverständlich, dass wir alle zusammen chillen. So, ne? Und das fand ich immer geil. So. Man nichts braucht, um etwas zu machen quasi. Man braucht halt quasi zum Break nicht mal Musik. Man kann sich's ja im Kopf vorstellen quasi und irgendwelche Schritte durchgehen oder irgendwas üben. So. Man braucht halt für Hip-Hop eigentlich nicht viel, um es auszuführen. So. Und Breaking sorgt dafür, dass man ehrgeizig wird, dass man zielstrebig wird, dass man überhaupt auch kreativ sein darf. Selbstbewusstsein. Mir hat es auch ganz viel Selbstbewusstsein gegeben. Also Lübeck hat krasse Breaker. Lübeck hat richtig viele gute Graffiti-Leute und auch echt aktive Graffiti-Leute. Und Lübeck hat eine größere Hip-Hop-Szene, als man glaubt so. Das ist die Hip-Hop-Welt, wie in einem Stickstoffzelt.